Hallo liebe Faultiere und herzlich willkommen zum Thema Zuwendungen 2. Wie verwaltet der Bund seine Zuwendungen? Zuwendungen sind freiwillige Geldleistungen des Bundes an Stellen außerhalb der Bundesverwaltung zur Erfüllung bestimmter Zwecke, an denen der Bund ein erhebliches Interesse hat, das ohne die Zuwendung nicht oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden kann. Der Bund kann dabei Einrichtungen in ihrem gesamten Betrieb fördern, dann spricht man von institutioneller Förderung, oder einzelne Vorhaben, das nennt man dann Projektförderung. Es gelten die Paragraphen 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung sowie die dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften. Der Begriff der institutionellen Förderung wird außerdem im jährlichen Haushaltsgesetz, regelmäßig im Paragraphen 8, legal definiert. Die Zuwendungen werden in der Regel durch einen begünstigenden Verwaltungsakt, den sogenannten Zuwendungsbescheid, gewährt, aus dem auch die Finanzierungsart und Höhe hervorgeht. Die Zuwendungsbescheide werden dabei regelmäßig durch standardisierte Nebenbestimmungen ergänzt, also durch Bedingungen zur Verwaltung und zum Einsatz der Fördermittel. Dabei ist eine Teilfinanzierung einer Vollfinanzierung vorzuziehen. Bei der Teilfinanzierung kann vorgesehen werden, dass der Bund Fehlbeträge ausgleicht oder einen vorher festgelegten, zum Beispiel prozentualen Anteil der Ausgaben oder Kosten der geförderten Einrichtung trägt. Bei Vollfinanzierung, Fehlbetrags- oder Anteilfinanzierung ist die Förderung auf einen Höchstbetrag zu beschränken, damit die Förderung nicht zum Fass ohne Boden verkommt. Es kann stattdessen natürlich auch eine Teilfinanzierung durch einen Festbetrag vorgesehen werden. Zuwendungen werden nur auf schriftlichen Antrag hin gewährt. Ihnen gehen in der Regel veröffentlichte Förderrichtlinien voraus, aus denen Zweck und Umfang der Zuwendung erkennbar sind. Die geförderte Stelle muss über die Verwendung der Mittel sogenannte Verwendungsnachweise führen, die vom Zuwendungsgeber oder einer von ihm ermächtigten Stelle auf Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit hin geprüft werden. Außerdem steht natürlich dem Bundesrechnungshof ein Prüfungsrecht zu, § 91 Absatz 1 der Bundeshaushaltsordnung. Und damit reicht's auch schon wieder. Bleibt faul, bis zum nächsten Mal.